Was erwarten Sie denn ganz oben? Wird es der Durchmarsch der Bayern wieder oder kann sie jemand stoppen? Na klar, klar wird es der Durchmarsch der Bayern, weiß doch jeder. Keine Chance für eine andere Mannschaft, Leverkusen, Dortmund? Nein, keine Chance. Ich glaube, man kann nicht immer davon ausgehen, dass der FC Bayern mit 20 Punkten Vorsprung deutscher Meister wird. Das haben wir in den letzten zwei Jahren, ich weiß nicht, wie viele Punkte es genau waren, aber sehr, sehr viele, geschafft. Und deswegen, ich glaube, das geht nicht jedes Jahr. Es liegt aber nicht immer nur an uns, sondern wir wollen unsere Spiele gewinnen. Und wenn wir das tun, wird es für die Gegner schwierig. Aber sie können immer noch ihre Punkte holen. Deswegen, es liegt nicht immer nur an uns. Aber wir erleben jetzt seit 3-4 Jahren, dass die Champions-League-Teilnehmer die ersten 4 Plätze belegen. Daran wird sich auch in der Zukunft nichts ändern. Vielleicht rutscht mal einer rein, aber dann nur sporadisch. Und es ist sicherlich ein Thema, das die Zukunft beherrschen wird. Was man jetzt im Einzelnen dazu macht, ich bin auch selbst im Vorstand der Deutschen Fußballliga, das will ich jetzt nicht zu hoch aufhängen, aber die Entwicklung ist sicherlich nicht im Sinne aller. Wir sind vor 2 Jahren auch Sechster geworden und haben für eine Überraschung gesorgt. Vielleicht gelingt einem das wieder. Die Bundesliga ist jung und frisch und es ist normal, dass es halt am Anfang immer noch Probleme gibt, haben andere Vereine halt auch, aber wir haben so viel Qualität und so viel Vertrauen in alle Beteiligten, dass es keine Notwendigkeit gibt, nervös zu sein. Der Keller steht jetzt beim ersten Spiel sofort schon wieder unter Druck und das ist eigentlich schade, ne? Weil er macht einen guten Job da und wenn da immer nur die Leistung des Trainers an Ergebnissen festgemacht wird, dann ist das schade. Trotzdem glaube ich, dass die Schalker sich fangen werden und genauso wie auch in der letzten Saison, vielleicht auch mit einer sehr starken Rückrunde, vielleicht auch schon früher wieder unter den Top 4 sein werden. Und deswegen glaube ich schon, dass man Jens Keller dann auch weiterhin das Vertrauen schenken sollte.